Die schwierige Lage hätte jemand anderen auf dem Kaiserthron gebraucht als den dreijährigen Otto den Dritten. Zuerst musste also die Frage der Vormundschaft geregelt werden. Da die weiblichen Mitglieder der Königsfamilie nach dem Tod Ottos des Zweiten in Italien blieben, nutzte Heinrich der Zänker die Situation und ließ sich Otto den Dritten überantworten. Vieles sieht danach aus, als ob Heinrich eine königsgleiche Stellung anstrebte. Er konnte sich allerdings im Reich nicht durchsetzen. Schließlich wurde die Vormundschaft den Domine Imperialis, also der Mutter Theophanu und der Großmutter Adelheid, übergeben. Das folgende Jahrzehnt bis zur Volljährigkeit Ottos des Dritten ist ein gutes Beispiel für den Handlungsspielraum bedeutender Frauen im Mittelalter. Zu bedenken ist allerdings bei jeder Herrschaftsausübung, dass Berater eine große Rolle spielen. Anscheinend haben sich die Kaiserinnen aber um den Vorrang gestritten, weshalb Adelheid sich bis zum Tode Theophanus 991 nach Italien zurückzog. Die Problemlage blieb politisch die gleiche. Im Osten musste die Lage nach dem großen Slawenaufstand stabilisiert werden. 985 und 986 folgten Kriegszüge, die das slawische Gebiet verwüsteten. Sie können durchaus als Rachefeldzüge verstanden werden. Auf den zweiten Zug wurde der sechsjährige König sogar selbst mitgenommen. Es ist möglich, dass Theophanu bei diesem Vorgehen byzantinischen Vorbildern gefolgt ist. Ihre Italienpolitik bestand darin, dass sie zum Todestag ihres Gatten 989 in Rom weilte und sich um die Memoria Ottos des Zweiten kümmerte. Deutlicher wird ihre Politik im Umgang mit dem Westfränkischen Reich. Dort stirbt 987 mit Ludwig V. der letzte Karolingerkönig. Schließlich wird Hugo Capet dort König. In diesen Konflikten wiederum wird die Rolle der Frauen in der hochadeligen Politik deutlich. Sie werden als Diplomatinnen eingesetzt. So schreibt Hugo Capet an Theophanu, er werde seine Gemahlin Adelheid zu Verhandlungen mit der Kaiserin schicken. 991 starb Theophanu mit knapp 35 Jahren. Da Otto III. Noch nicht volljährig war, übernahm nun Kaiserin Adelheid, seine Großmutter, die Regentschaft.